Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. So, nach den harschen Worten des Herrn Finanzministers zu diesem Flüchtlingslager und zur Tatsache, dass die ÖVP auf keinen Fall Flüchtlinge aufnehmen will, sind wir jetzt mit jener grünen Abgeordneten verbunden, die eigentlich die Heldin des Tages ist, könnte man sagen. Denn Eva Ernst Cicic hat sich heute früh, während alle noch streiten und diskutieren, selber in den Flieger gesetzt, ist nach Athen geflogen, ist dort umgestiegen, hat dann Flieger nach Lesbos genommen und ist gerade in diesen Minuten auf Lesbos in der Nähe vom Flüchtlingslager angekommen. Schönen Abend, Frau Cicic. Danke, dass Sie gleich nach der Landung diese Live-Schaltung zu Fellner live machen. Warum sind Sie aufgebrochen und wo sind Sie jetzt genau? Und werden Sie heute das Flüchtlingslager noch besuchen? Ich bin jetzt in Mytilini, ein paar Kilometer weiter weg ist das berüchtigte, berühmte Lager. Und ich werde mich heute noch auf den Weg dorthin machen, vor allem, weil uns gerade Informationen erreichen, dass es Übergriffe gibt von rechtsextremen Gruppen. Man kann nicht genau sagen, welche Gruppen das sind, wo Flüchtlinge angegriffen werden. Wir wissen ja von den Berichten, dass diese gerade am Boden dort schlafen samt ihren Familien und die werden gerade vertrieben und wenn ich da bin, schaue ich mir das natürlich auch noch heute Abend an. Ich und viele Österreicher bewundern Ihre Courage, dass Sie sich da heute in den Flieger gesetzt haben und dass Sie sagen, während in Österreich alle klug diskutieren, fliege ich da selber runter, gehe in das Flüchtlingslager und versuche zu helfen. Das ist Ihre Motivation, glaube ich, ne? Das ist ja, Sie liegen richtig, meine Motivation. Ich möchte sichtbar machen, was hier vor Ort passiert, auf europäischem Boden, wohlbemerkt. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, die nicht ganz weit weg ist, sondern wirklich hier unmittelbar in Europa stattfindet. Und da haben wir als Europäische Union eine Verantwortung, diese Zustände rasch zu beenden und den Menschen zu helfen. Und ich war ja schon im März hier und habe sehr viele Menschen hier kennengelernt und bekomme jetzt von Ihnen laufend Fotos, Nachrichten, Videos und es ist schlicht unvorstellbar, wie es hier gerade zugeht und ich konnte nicht in Wien bleiben und im Büro gemütlich Aussendungen schreiben und sagen, wir müssen was tun, sondern ich musste einfach herkommen, um mir selber ein Bild vor Ort zu machen und ja, auch den Druck aufzubauen, in Österreich politischen Druck aufzubauen, dass hier endlich rasch Schritte gesetzt werden, um diese Situation zu verbessern. Um den Menschen hier akut zu helfen. Ohne Dach über den Kopf sind, war das Stichwort. Die Situation war vorher schon drastisch. Ich war im März hier und 13.000 Menschen auf einem Platz, konzipiert für knappe 3.000 Menschen, 4.000 Kinder, viele von ihnen unbegleitet, die herumgelaufen sind, ohne jeglichen Schutz, ohne jegliche Perspektive auf ein Verfahren oder auf irgendeine friedliche Zukunft. Und jetzt ist diese Höhle Moria, oder in dieser Höhle Moria ist jetzt auch noch dieses Fegefeuer ausgebrochen und die Leute, muss man sich vorstellen, haben alles verloren, was sie noch auf der Flucht retten konnten. Wie ich im März hier war, haben mir Familien gezeigt, die letzten Fotos und Habseligkeiten, die man halt mitnimmt, wenn man sich auf Flucht begibt und man muss sich vorstellen, das ist jetzt alles niedergebrannt. Jetzt müsste man natürlich sagen, wie verrückt sind diese Flüchtlinge, dass sie ihr eigenes Lager anzünden. Denn es waren ja laut Athener Regierung die Flüchtlinge selbst, die dieses Feuer gelegt haben. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf? Ob das jetzt ein Angriff, ein Aufstand oder ein Unfall war, das müssen die Behörden hier vor Ort klären natürlich. Fakt ist aber, dass es auch schon in der Vergangenheit Feuer gegeben hat. Wie ich im März hier gewesen bin, wurde zum Beispiel das Familienzentrum angezündet und das wurde nicht von den Flüchtlingen angezündet, sondern das wurde von rechtsrechten, verrückten Gruppen angezündet, die einfach diese Flüchtlinge hier vertreiben wollen. Und ich sage gleich dazu, ich verstehe
verstehe hier auch die Bevölkerung. Ich habe mit vielen hier gesprochen, die einfach sagen, die Situation ist unhaltbar. Ihr könnt nicht in einer kleinen Ortschaft, auf einer kleinen Insel, ihr könnt nicht in Griechenland hier diese ganze Verantwortung abschieben von der Europäischen Union und uns dann dafür verantwortlich machen, dass wir nicht handeln. Das heißt, die Situation ist hier sehr explosiv, weil auch die Bevölkerung sagt, so geht es nicht weiter. Und das führt dazu, dass es eben sehr viele Gruppen mittlerweile gibt, sogenannte Bürgerwehren, die eben auch Feuer legen. Das heißt, es ist wahrscheinlich auf beiden Seiten aufgewiegelt worden. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt die Symptome zu bekämpfen, sondern tatsächlich den Menschen in erster Linie mal zu helfen und dann in zweiter Linie zu überlegen, wie ändern wir diese Zustände längerfristig, weil das ist kein Zustand. Und nochmals, wir sind in Europa. Das passiert nicht irgendwo außerhalb. Wir sind mitten in Europa hier. Frau Cicic, wie viele Kinder sind denn da betroffen? Wie viele Kinder sind da jetzt plötzlich ohne Dach über den Kopf und müssen jetzt bei jedem Wetter im Freien übernachten? Es wird von 4.000 Kindern gesprochen, das heißt, circa ein Drittel der Flüchtlinge hier sind Kinder. Sehr viele von denen sind unbegleitet, das heißt, sie haben schlicht niemanden. Ich habe sehr viele Kinder kennengelernt mit 18 Jahren, die einfach niemanden haben. Das heißt, sie kugeln irgendwo herum, haben gerade mal vielleicht ein bisschen Kleidung, kein Essen, nicht genügend Wasser, geschweige denn ein Zelt, wo sie übernachten können. Und davon haben wir immer gesprochen. Genau jene Kinder, die wirklich wehrlos sind, die vollkommen ohne jeglichen Schutz sind, muss man hier als erstes rausholen. Jetzt haben gestern eine Reihe von EU-Staaten sozusagen einen Akt der Menschlichkeit gesetzt und gesagt, sie werden Flüchtlinge aufnehmen. Zum Beispiel hat Deutschland gesagt, zumindest 2.000, vielleicht sogar 4.000 Flüchtlinge aus diesem Lager dürfen nach Deutschland kommen. Weiß man schon, wie viele Flüchtlinge in die EU einreisen dürfen? Es haben sich auch mittlerweile Länder wie Norwegen, also auch außerhalb der Europäischen Union, dazu bekannt, Kinder, Familien aufzunehmen. Stündlich erreichen uns neue Meldungen, wer wie viele aufnehmen möchte. Das heißt, die Bereitschaft ist da. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man hier kurzfristig auch eben jene Familien, Kinder, Frauen, Männer hier rausholt, die sozusagen in Schutt und Asche sitzen, ohne, wie gesagt, Nahrung, ohne Wasser, ohne eine Perspektive und jetzt im Moment eben hier von Gruppierungen angegriffen werden, das heißt auch noch zusätzlich Gewalt ausgesetzt sind. Also ich hoffe, dass es viele europäische und nicht nur europäische Länder gibt, die sagen, ja, wir nehmen die Menschen auf und Moria, das haben wir Grüne auch schon gesagt, gehört dringend und sofort evakuiert. Und jetzt setzen Sie ja mit Ihrem Flug nach Moria, glaube ich, auch ein politisches Zeichen, liebe Frau Cicic. Sie wollen ja auch Ihrer eigenen Regierung, der türkis-grünen Regierung, ein Signal geben, ihr müsst jetzt was tun, ihr müsst zumindest 100 Kinder aufnehmen. Das ist ja Ihre Minimalforderung, dass Sie sagen, Österreich muss zumindest 100 Kinder aufnehmen. Oder was wünschen Sie sich? Wissen Sie, es gibt ja dieses Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn. Und genau das ist auch bei Moria jahrelang passiert. Wir haben gewusst, dass es hier furchtbare Zustände gibt. Und diese Katastrophe hat sich ja abgezeichnet. Aber man hat weggeschaut. Europa hat weggeschaut. Wir in Österreich haben weggeschaut. Alle haben sich gedacht, das wird ja schon irgendwo werden. Das heißt, ja, zum einen möchte ich sichtbar machen, was hier passiert, damit die Politik nicht mehr wegschaut, damit wir endlich Verantwortung übernehmen, damit wir endlich die Verantwortlichen auch in die Pflicht nehmen. Und das reicht von den griechischen Behörden hier, die durchaus auch Unterstützung angeboten bekommen haben, bis hin eben zu gesamteuropäischen Lösungen, wie wir mit der Migrationsthematik umgehen wollen, weil wir wissen, Flucht ist kein kurzzeitiges Phänomen. Wir werden auch in Zukunft damit zu tun haben. Und ich fordere hier wirklich endlich klare gesamteuropäische Lösungen und eine Reform
Reform der Asylpolitik. Ohne dem wird es nicht gehen und ohne dem werden wir auch die nächsten Jahre mit genau diesen Bildern konfrontiert sein. Und was fordern Sie jetzt als grüne Abgeordnete von dieser türkis-grünen Regierung? Was ist jetzt Ihre Sofortmaßnahme, die Sie meinen, dass unsere Regierung setzen muss? Österreich hat, und das hat heute unser Präsident auch gesagt, immer als kleines Land die Größe bewiesen, zu helfen. Diese Unterstützung kann natürlich unterschiedlich ausfallen. Zum einen ist es die finanzielle Unterstützung, zum anderen ist es die infrastrukturelle Unterstützung. Und ja, dann gibt es noch die Unterstützung, indem man Menschen in Österreich aufnimmt. Und wir wissen aus den Bundesländern, wir wissen aus den Gemeinden, dass die Ressourcen da wären, wir haben Platz, nur fehlt im Moment der politische Wille. Und ja, wir werden als Grüne, weil unsere Haltung hier unverändert ist, dass wir uns als Österreich, als reiches Land es leisten könnten, Menschen aufzunehmen, weiterhin darauf pochen, weiterhin mit der ÖVP im Gespräch bleiben und hier versuchen, eine Lösung zu finden. Aber die Forderung ist, nehmen wir zumindest einmal 100 dieser wirklich erbarmungswürdigen Kinder auf, richtig? Das ist ein Antrag, der in Wien beschlossen worden ist, mit den Stimmen auch der SPÖ, der NEOS und der Grünen. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob jetzt 80, 100 oder 180. Es geht um die Bekenntnis Österreichs, dass wir überhaupt bereit sind, Menschen aufzunehmen, dass wir bereit sind, hier zu helfen, auf unterschiedlichen Ebenen zu helfen und uns eben auch auf europäischer Ebene nicht zu isolieren, sondern mit den anderen Mitgliedstaaten zu überlegen, was kann der jeweilige Beitrag sein. Natürlich kann Österreich jetzt nicht die gesamte Problematik lösen, aber ich möchte und ich verlange auch von dieser Regierung, dass wir uns dieser Debatte nicht entziehen, sondern im Gegenteil, dass wir hier konstruktiv und uns an dieser Debatte beteiligen und überlegen, was tun wir, um dieses Elend endlich zu beenden. Und jetzt hat gestern Außenminister Schallenberg und jetzt gerade in Fellner Live vor Ihrem Interview auch der Finanzminister Blümel ganz unmissverständlich gesagt, das kommt für die ÖVP nicht in Frage. Kein einziges Flüchtlingskind wird aufgenommen. Was sagen Sie denn dazu? Ja, bei solchen Aussagen hat man ein bisschen das Gefühl, dass es da wenig um die Anzahl der Personen geht, sondern rein ums Prinzip. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist nicht meine Art, Politik zu machen. Ich kann nur wiederholen, für uns Grüne war immer klar, dass die Unterstützung Griechenlands eben auch unsere Beteiligung erfordert und diese Hilfe aus Österreich kann unterschiedlich aussehen. Aber ja, wir Grüne bleiben dabei, auch die Aufnahme von Menschen hier aus Moria, die wirklich in einer akuten Notlage sind, ist und muss eine Option bleiben. Sie haben gerade auf Facebook ein sehr eindrucksvolles Statement abgegeben. Und das beginnen Sie mit den Worten, ich schäme mich für die Ohnmacht, die Machtlosigkeit und den Zynismus. Ja, das tue ich. Das tue ich tatsächlich. Viele Menschen haben sich bei mir gemeldet, die sagen, Eva, ihr seid in der Regierung, wieso tut's ihr nicht? Und genau diese Machtlosigkeit und Ohnmacht habe ich mit diesem Posting auch zum Ausdruck gebracht. Weil ja, wir sind in einer Regierung. Ja, ich bin Politikerin. Ja, ich kann auch herfliegen. Ich kann Dinge sichtbar machen. Aber nein, ich bin nicht imstande, als Einzelperson natürlich die Verhältnisse, die Zustände zu ändern. Aber ich führe auch in diesem Posting aus, was alles notwendig wäre. Und ich schließe auch damit, dass ich es sicher nicht widerstandslos aufgeben werde, hier weiterhin darauf zu pochen, dass Österreich sich solidarisch beteiligt an Lösungen, die, wie gesagt, dieses Elend endlich beenden. Jetzt sind Ihnen heute nicht nur der Herr Bundespräsident zur Seite gesprungen, sondern gerade auch Ihr Vizekanzler Werner Kogler, der die Regierung noch einmal sehr, sehr emotionell aufgefordert hat, jetzt endlich Schluss zu machen mit diesen wahltaktischen Spielchen und diese 100 Kinder aufzunehmen. Würden Sie sagen, diese 100 Kinder sind es wert, es letztendlich auf einen Regierungsbruch und auf einen Koalitionsbruch ankommen zu lassen?
Ich denke, jedes Menschenleben ist es wert, als solches auch zu betrachten. Deswegen habe ich vorher auch gemeint, ich will hier nicht gegenrechnen, wie viele tatsächlich es sein müssten, dass sich irgendetwas auszahlt. Es geht um die Bekenntnis aus Österreich, eine klare Bekenntnis zu sagen, wir wollen helfen. Und wir überweisen nicht nur ein bisschen Geld, sondern wir hätten auch die Ressourcen. Und genau das ist eben die grüne Haltung. Ich freue mich sehr über die klaren Worte von Werner Kogler, aber auch Alexander van de Bellen. Aber es haben sich heute auch andere zu Wort gemeldet. Es sind nicht nur Ärzte ohne Grenzen, es ist nicht nur UNHCR, es ist auch die Bischofskonferenz beispielsweise, die gesagt hat, oder viele kleine Pfarrgemeinden, die sagen, ja, man muss etwas tun, Österreich kann etwas tun. Und Frau Cicic, noch einmal die Frage. Werden die Grünen hart bleiben? Kann das letztendlich bis zu einem Koalitionsbruch gehen, weil man sagt, wir wollen diese 100 Kinder retten? Wir werden auf jeden Fall kämpferisch bleiben, das kann ich Ihnen versprechen. Ich habe in meinem Posting aber heute auch ausgeführt, welche Mehrheiten gerade im Parlament vorherrschen. Die ÖVP mit der FPÖ gemeinsam haben 101 Stimmen. Die SPÖ, Neos und Grüne genau 81. Was bedeutet das? Dass wenn die Grünen jetzt durch die Zustimmung zu einem etwaigen Antrag beispielsweise einen Koalitionsbruch in den Raum stellen würden, hätte die Aufnahme von Kindern oder von Menschen aus Moria noch immer keine Mehrheit im Nationalrat. Und da muss man schon pragmatisch bleiben und überlegen, was wollen wir als Grüne in dieser Regierung erreichen? Und ja, wir kämpfen auf jeden Fall weiter. Wir sind im Gespräch mit dem Koalitionspartner. Und ja, es kann sein, dass wir deren Widerstand einmal brechen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt eben durch einen Antrag, der sonst keine Mehrheit hätte, diese Koalition sofort gefährden müssen, weil ich daran glaube, dass diese Gespräche noch zu einem Ziel führen werden. Aber Ihr Ziel, Frau Cicic, ist, uns ab morgen auch mit Videos, mit Bildmaterial und mit Ihren Eindrücken aus diesem Flüchtlingslager zu zeigen, wie dramatisch die Situation ist und wie dringend wir helfen müssen, richtig? Das haben Sie sehr richtig auf den Punkt gebracht. Ich bleibe bis Sonntag hier und werde mir natürlich ja ein Bild von der Lage hier machen. Es ist nicht ganz ungefährlich, auch wenn das Bild hinter mir täuscht, weil es so ruhig ist mit dem Meeresblick auf den Balkon. Wissen wir, dass ein paar Kilometer weiter nicht nur die Brände weitergehen, die Gewalt weitergeht, sondern die Menschen einfach vor Verzweiflung nicht mehr wissen, wohin mit ihnen. Und wie gesagt, jetzt im Moment auch noch von rechten Gruppierungen angegriffen werden und keinerlei Perspektive haben, hier wegzukommen. Und ja, das möchte ich die nächsten Tage sichtbar machen und Sie werden sicher von mir hören. Frau Cicic, höchsten Respekt für das, was Sie da tun und für Ihren Einsatz. Und danke vielmals für das Interview und wir hören und sehen uns morgen sicherlich ein paar Mal im Laufe des Tages, um zu sehen, wie Sie in dem Flüchtlingslager dann für diese Kinder und für diese Flüchtlinge kämpfen werden. Vielen Dank für das Interview. Das war also die grüne Abgeordnete Eva Ernst Cicic live von der Insel Lesbos, ein paar Kilometer von dem Flüchtlingslager entfernt, das sie jetzt in der Nacht, Griechenland ist ja schon eine Stunde weiter als wir, jetzt in der Nacht noch besuchen will, um heute Nacht sich noch ein Bild von der Situation zu machen. Morgen werden wir Sie dann auf ÖE24TV noch einmal sehen. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause und dann kommt die Eli Köstinger, die Landwirtschafts-, Tourismus- und man muss jetzt schon fast sagen Genussministerin dieses Landes. Die hat es deutlich angenehmer. Die sitzt in Wien und präsentiert eine Genusskampagne für diese wunderbaren österreichischen Lebensmittel. Das ist das Kontrastprogramm zu Lesbos, gleich bei Fellner Live.